Und moin, willkommen zurück bei Dicklossi. So, ihr habt ja den Mega Booster einmal zu mir, bei mir als erstes an 6S gesehen. Dabei ist ja hinten der Flügel angebrochen, mitsamt Stück vom Flügelhalter. Das Ganze haben wir dann verloren. Das habe ich jetzt eben wieder gerichtet und bin mal eben so für mich einmal an 4S gefahren. Und 4S, ohne Scheiß, macht dann mehr Spaß. Zumindest mir. Das heißt, ich setze die Kamera jetzt wieder auf die Stirn und dann fahren wir noch mal ein bisschen. So, da sind die Team Undercover 4S 6.500 LCG Akkus drin. Boah, Alter. Da kam mal Scheiß in die Rampe rein. Aber ich habe eben schon ohne Probleme einen Doppel-Backflip geschafft. Da waren sogar zweieinhalb, wenn nicht sogar mit Glück drei drin. Aber wir sehen gerade, die Rampen stehen ein bisschen. Wir haben sie ausgegraben. Also wirklich einfacher Backflip, ganz easy. Und ich glaube, mit richtig Anlauf, wenn ich das jetzt treffe, noch zwei nicht schwer. Nein! Habe ich einfach durchgezogen. Das macht er irgendwie nach jedem Sprung. So, der muss außen und durchdrücken. Der geht aber auch an 4S schon ab. Ah, da wäre vielleicht da eher nicht. Und du hast jetzt 6S drin? Ja. Oh. Das war knapp. Da habe ich kurz. Aber was hast du da? Ja, auf einmal. Ja, ich dachte, ich fahre vorbei. Und auf einmal kurz nach links und dann war ich zu steil. Ja. Boah. Das Gefühl, ich sollte aufhören. Also, da musst du weitermachen. Oder? Ich fahre nämlich nur noch Scheiße hier zusammen. Ja, da ist er. Falls euch jetzt fragt, warum ich die Karo vorne nicht mehr richte, das mache ich aus Prinzip, weil es nach jedem Sprung so ist. Ui. Netter Versuch. So, da ist er ja gerade schön vorne rechts mit dem Rad eingeschlagen. Und sehen wir irgendein Spiel, irgendwas kaputt? Nada, nix. Der Panzer fährt. Wo liegt es? Da! Ah! Jetzt ist der Rest vom Flügel halt auch bald ab. Mal gucken. Mal gucken. Dämpferbrücke gerade. Das ist das einzig Wichtige. Und da. Ja, okay. Der Da Flügel. haltet A-Matrix. Diese Strebler nehmen und nur die eine. Wahrscheinlich. Ja, die Zentralstreben hier rausbauen. Ich muss mal so den Kopf halten. Scheiße. Also hier ist alles gerade, ne? Das ist rausgebrochen hier. Und wir gehen mal davon aus, dass wenn man hier die Zentralstreben rausbaut, dass das dann ja, länger hält. Ist eine Vermutung, ist jetzt nicht so, dass es wirklich so ist. Ja. Aber. Und ein Armer. Oh!
bleibt er stehen. Easy. Muss aber mit Vollgas. Ist das schön. Ja. Jetzt läuft's aber auch gerade mit den Doppelbackflips. Das ist immer so geil, wenn der Gas gibt, wie dann so kommt, als wenn der ja. Quelle geht. Hab ich auch eben schon gesehen. Oh. Hoppala, da hat er die Karo. Gut. Hängt die Karo jetzt ein bisschen tief durch das Aufreißen der Karo und dadurch kann sie eher hinten ans Rad kommen. Oder wahrscheinlich eher durchs Wabbeln der Karo, dass er da ja, rankommt. Du hast aber auch wieder richtig reingeflügt gerade. Alter Schwede, richtig geschaufelt. Also er könnte unten, sag jetzt nicht. Ich muss sagen, an 4S, aua, frisst meinen Finger, könnte er ruhig einen kleinen Ticken mehr Punch unten rum haben. Allerdings habe ich auch nichts gegen das sanfte Anfahren. Schadet eigentlich nicht. Die Bremse finde ich gut, wie sie ist. Nicht so das Problem wie beim Sledge. Oh, ab in den Sonnenuntergang. Oh, ist das schön. Das sieht aus gerade, das Bild. Aber auch so in den Sonnenuntergang rein. So. Ist da ein Auto? Ach da. Oh nein, da war ein Hügel hinter. Oh, und da ist das Stück Stahl. Da wollen wir nicht gegenfahren. Warte mal. Stecker ab. Ist der Stecker? Ach, der Akku ist raus. Da liegt er. Oh. Oh. Ja, falls ihr euch fragt, warum das gerade passiert ist. Es ist mein Fehler, weil ich habe in dem anderen Video ein Kabelstrap kaputt gemacht und jetzt ist nur einer drin. Das hält. Aber jetzt haben wir es auch mal gesehen an 4S. Reicht. Und gefällt mir sehr gut. Wenn ich jetzt 6S höchstens mal zur Show. Oh, da ist aber rechts ein Kugellager. Ja, Kugellager ist fest. Muss hoch. Ja. Also 6S höchstens nochmal zur Show und dann schon im Grunde von Teilen verabschieden und Teile bestellen. Aber macht viel, viel Spaß. Boah. Komm, ja, rein. Arschloch. So. Dann haben wir jetzt auch gleich das Bild. Und dann verabschieden wir uns von Benny. Tschüss, Benny. Und dann war's das hier. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen, Teilen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.